Hallo zusammen, ich möchte nun weiter auf die Thematik eingehen, wie man bei einem VCU-Modul die Tonhöhe anpassen kann. Bisher haben wir ja gesehen, dass das über die Volt per Octave-Buchse möglich ist. Wir haben hier mal auch noch eine weitere Buchse, die sich FM nennt. Und FM ist die Abkürzung für Frequency Modulation. Und Modulation bedeutet, dass ein Signal auf ein anderes Einfluss nehmen kann. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich jetzt zeigen. Okay, dann wechsle ich jetzt mal hier das Kabel von Volt per Octave auf Frequenzmodulation und werde jetzt eine Taste drücken. Okay, das funktioniert, aber wenn ich jetzt versuche hier rauf zu gehen, Tonhöhenänderung nach oben oder nach unten, tut sich nichts. Ich gehe nochmal zurück auf Volt per Octave. Das funktioniert. Okay, wieder zurück zu FM. Das hat jetzt folgende Bewandtnis, weil sich hier über der FM-Buchse ein Drehregler befindet, der die Funktion eines Abschwächers hat, also eines Attenuators nennt sich das übersetzt. Ich werde den jetzt mal komplett nach rechts drehen, was eine Frequenzmodulation von 100% bedeutet. Und werde jetzt mal wieder Tasten drücken, nach oben. Die Tonhöhe wird erhöht und hier eine Verminderung findet statt. Das heißt, es funktioniert also genauso wie die Volt per Octave Buchse. Nun haben wir natürlich noch die Möglichkeit zwischen 0% und 100% Maximum Zwischenwerte einzustellen. Das heißt, inwieweit sich denn die Spannungsänderung jetzt überhaupt auf die Tonhöhe auswirken soll. Also wenn ich jetzt, man merkt, das erfolgt jetzt nicht in dem Maße, wie das bei 100% der Fall sein sollte oder ist, sondern viel feiner abgestuft. Und wie schaut es denn aus, wenn ich nach links drehe? Das hat dann eine Frequenzmodulation von minus 100%, minus 100%. Und mal sehen, ich gehe jetzt recht nach rechts, was eigentlich bedeutet, dass der Ton immer höher wird. Und das ist genau entgegengesetzt. Und hier geht es jetzt weiter nach oben. Das heißt, die Frequenzmodulation ist genau umgedreht worden. Das Interessante ist, dass man beide Buchsen gleichzeitig nutzen kann. Das heißt, ich kann jetzt über die Tastatur hier eine Tonhöhenanpassung vornehmen und gleichzeitig über die Frequenzmodulation, worauf ich noch zu sprechen komme, zum Beispiel über einen anderen Oszillator, die Tonhöhe leicht variieren lassen. Das werden wir dann im folgenden Video sehen.